Zum allerersten Male stand bei der Berlinale die Eröffnung unterm Stern eines Zeichentrickstreifen. Isle of Dog in einer japanischen Stadt bricht unter Hunden eine Seuche aus, die schwere Folgen hat. Der Bürgermeister stellt die Hunde voller Spott und Häme, ohne jedes Mitgefühl und Zögern unter Quarantäne. Lässt sie auf eine Insel namens Trash Island bringen, unter ihnen auch Chief Rex, Boss, Duke und King. Diese Hundegang behauptet sich in Kampf und Gefecht, doch der erbeutete Müll wird dem Hunger nicht gerecht. Doch es gibt da einen Jungen auf dem Festland, der sich der Anti-Hund-Polemik widersetzt. Dann klaut er einen Propellerflieger und fliegt auf die Insel, denn er möchte seinen Hund finden in dem Kollektivgewinsel. Atari, so heißt er, freundet sich an mit der Runde. Bei der Suche nach seinem Haustier helfen ihm fortan die Hunde. Währenddem formiert sich auf dem fernen Festland gegen das Vorgehen mit den Hunden zunehmend Widerstand. Eine Chance hat die Versöhnung von Mensch und Dobermann, nur wenn Atari seinen Hund finden kann. Gehen die Hunde zugrunde oder werden sie befreit? Das hier ist Norge, der ist echt smart. Voll fresche Cap, Skateboard am Start. Echt cooler Typ, immer am Saufen. Grad schlechte Laune, lass mal einen rauchen. Los Norge, gönn dir noch einen Schluck. Bock auf Sex? Geht doch ruckzuck. Aber dann tritt dieses Mädchen in sein Leben ein, mit dem sich Norge voll gut zu verstehen scheint. Anders als sonst kann er mit ihr sein, wie er ist, ganz ohne Bier. Er kann sogar über so krasse Themen wie seine Gefühle mit Josephine reden, deren tolle Performance den Kinofilm prägt und den ganzen Film lang dieses schreckliche Hemd trägt. Der Film zeigt gut auf, wie die Norm cool zu sein unsere Persönlichkeit unterdrücken zu scheint, und die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben tut unsere Generation scheinbar prägen. Ich bin auch nicht so cool, wie ich tu. Ich leg das Mic jetzt weg zur Seite. Ey Freunde, ich mach das hier nur wegen der Kohle. Dieser Track ist nicht mehr als eine Durchhalteparole. Denn im Film Güvercin, das könnt ihr mir glauben, passiert erstmal nichts. Es geht ausschließlich um Tauben. Die Hauptperson ist nämlich nur so von Tauben besessen. Von Tauben, die chillen, und Tauben, die fressen. Tauben auf Dächern und Tauben in Massen. Hab ich die Küchenlampe angelassen? Wenn er nicht mit Tauben abhängt, ist er auf dem Autohof. Aber ihm dazu zu schauen, ist irgendwie auch doof. Hier schaut er seinen Vögelein beim Fliegen nach. Dieser doofe Taubenschlag raubt mir bis heute noch den Schlaf. Aber dann kommt plötzlich die Wende. Scherz, der Film ist schon fast zu Ende. Aber wer ganz bis zum Schluss durchhält, wird belohnt mit einer Szene, die alles auf den Kopf stellt. Dann wird es brutal, leidenschaftlich und pathetisch. Eine Szene, für die es trotz allem nicht zu spät ist. Aber in der Rezension soll man ja nicht spoilern. Jetzt hab ich doch noch Werbung für den Film gemacht. Museo ist die letzte Berlinale Premiere. Gael García Bernal gibt sich die Ehre. Dieser Film richtet sich nach einer wahren Begebenheit, und die stammt aus einer gar nicht so fernen Zeit. Die zwei Studenten, Wilson und Juan, beste Freunde, wie man hier gut sehen kann, beschließen zusammen in ein Museum einzusteigen. Die Bilder von dem Raub können wir leider nicht zeigen. Ey, die beiden dürfen nicht erwischt werden, sag ich dir, denn in ganz Mexiko sucht sie jetzt die Policía. Schnell tut ihnen das, was sie getan haben, leid. Sie geraten zunehmend untereinander in Streit. Der Streifen bietet Action, Krimi und Drama. Er zeigt die Filmwelt in ihrem ganzen Panorama. Dieser Film ist wirklich absolut empfehlenswert. Jeder Film mit Gael García Bernal ist absolut empfehlenswert.